Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie man so Trolle anmalt. Ich male sie jetzt einmal in Naturfarben an, nicht in Grün, sondern einfach mal jetzt Hautfarben. in Hautfarben, genau. Ich zeige es euch natürlich auch mal auf einem anderen Video, wie man sie in Grün malt. Christine kann es euch dann nachher auch mal zeigen. Ich mache jetzt erst einmal das als Hautfarben, was als Hautfarben gehört. Und dann kann euch die Christine mal zeigen, das ist die Grünvariante. So. Hand noch. Da, wenn es jetzt ein bisschen reinkommt, das macht jetzt noch nichts, weil das übermalen wir dann eh. Den Bauch machen wir auch mal so Hautfarbe noch. So. Und dass sie das Ganze jetzt ein bisschen absetzt, nehme ich jetzt einfach ein bisschen Pink zu den Hautfarben dazu, dass wir so ein bisschen eine hellere Farbe haben. Und dann machen wir einfach da ein bisschen so eine Schattierung mit rein. Da die Hände ein bisschen runter, sodass sie das ein bisschen absetzt. Machen wir da unten den Arm noch ein bisschen. So, und ich kriege das nochmal an die Backerl. Ihr seht schon, ich nehme ganz wenig Farbe und streift die Farbe immer gut ab, sodass man wirklich nur einen Hauch von Farbe hat. Weil da braucht man auch nicht viel, ein bisschen Backerl können wir noch machen. So eine gar so blässlich ausschaut. So, dann machen wir ihm gleich noch seine Nasen. Die können wir jetzt auch mit ein bisschen Weinrot zum Beispiel noch ein bisschen intensiver machen, dass er da einfach ein bisschen so kräftigere Nasen kriegt. Ich darf schon ein bisschen an roten Knollen haben. So, dann nehmen wir mal einen feinen. Dann machen wir erstmal die Augen jetzt noch weiß. Dann kann ich es nämlich ein bisschen antrocknen. So, jetzt brauchen wir noch. Da brauchen wir noch mal ein bisschen Tropfen Hautfarben drüber, da ist nicht ganz gedeckt. So. Und dann drückt er mal seine braune Hosen. Nehme jetzt einmal das Mittelbraun her. Und dann machen wir nochmal braune Hosen. Auf der Platte sind natürlich auch viele andere Teile noch mit drauf: Pilze, Igeler. Ein Werkzeug, das kannst du dann auch alles bemalen und einbauen. Ich habe jetzt die schon mal aus anderen Platten rausgemacht, weil mir dann leichter da die großen Sachen da immer lieber herausmalen. Weil da kann ich die Ränder nämlich dann auch gleich immer mitmalen. Na, schmucksen. Jetzt ein Tröpfchen Wasser mit rein. So. Zwischen den Fingern noch ein bisschen. Und dann nehme ich einfach jetzt auch von dem dunkleren Braun so ganz kleines bisschen und mache da so kleine Schatten hier. Da an die Knie zum Beispiel. Das wird jetzt gar nicht so gut sehen. Nur so ein bisschen, dass das halt nicht ganz einfarbig ist. So, dann gehen wir her und machen wir ihm sein T-Shirt. Er kriegt jetzt einmal ein grünes T-Shirt. Ihr könnt natürlich die Figur natürlich alle möglichen Farben machen. Da könnt ihr einmal auf unserer Webseite schauen. Unter die Fairy-House-Figuren, da sind auch immer verschiedene, wie du es anmalen kennst, drauf. So. Und dass ich das jetzt ein bisschen absetze, machen wir jetzt ein bisschen von dem Dunkelgrün. Machen wir da einfach ein bisschen Struktur rein, heute, das war ein bisschen viel. Dass wir da nochmal ein bisschen Struktur reinkriegen. Dann seht ihr schon, dann gibt das Ganze immer mehr Tiefe.
Und machen wir noch irgendwie ein bisschen. So. Jetzt machen wir seine Augen. Die können wir jetzt auch mit der Aquarellbuntstifte zum Beispiel machen. Machen wir jetzt erstmal da blau rein. Und da auf der Seite ein bisschen so hellblau. So, dann kriegt er einen weißen Augenpunkt. Könnt ihr ihm einmal so zwei Punkte setzen. Schaut einmal gut aus. Und an der Nase können wir ihm noch so eine Linie reinziehen. Wir könnten ihm jetzt auch auf sein Hemd meinetwegen nur Punkte drauf malen. Ja. Das könnt ihr jetzt entweder mit dem Pinsel machen. Leichter derzeit, wenn ihr einen Zahnstocher nehmt oder einen Schaschlikspieß. Ja. Gehen wir eben noch ein bisschen. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, entweder lassen wir ihn jetzt so platzig oder wir machen ihm jetzt einmal noch eine Haarfrisur. Ihr seht schon, da könnt ihr natürlich auch einen Schnauzer mal malen. Ja, ich habe mir noch einen vorbereitet. Machen wir jetzt einmal einen braunhaarigen. Ja, und dann gehen wir hier, dann machen wir den einmal geile Frisur da. Da am Ohr können wir auch noch ein bisschen dunkler machen. So, dann schaut er schon ganz pfiffig aus, der Kerl. Auf der Rückseite habe ich ihn jetzt auch schon so weit vorbereitet. Da haben wir jetzt am Ohr, kann noch mal da ein bisschen Haare drauf malen. Ich male halt die Rückseiten einmal an, man die doch meistens sieht. Müsst ihr jetzt nicht ganz so aufwendig machen, aber ich kann ihn jetzt kaum nicht healen. Anders, weil sonst gingen meine Punkte, die sind nämlich noch nicht fertig. Und bei ihrer, da habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet, habe schon mal das Gesicht gemacht. Und dann zeige ich euch jetzt einmal, wie ihr die Haare malen könnt. Dann nehmen wir jetzt einfach einmal Gelb mit ein bisschen und Orange gleich mit rein. Und dann haben wir schon gleich so zweifarbig. Und dann können wir mal so eine Blonde machen. Gehen wir einfach mit dem Orange immer mal wieder ein bisschen so Konturen. Das könnt ihr jetzt auch zum Beispiel mit dem Weiß hergehen und ein bisschen so weiße Striemen noch reinmachen. Das schaut auch immer toll aus. So, zeigen wir euch jetzt nach und nach alle Figuren, was es gibt, wie man die am besten bemalt. Könnt natürlich da auch wieder die Haarfarbe variieren, so wie es halt gerade bei euch jetzt reinpasst. Man kann ja natürlich auch Schürzerl jetzt, könnte man jetzt noch mit hinmalen. So, jetzt nehmen wir nochmal ein bisschen mit dem Orange da ein bisschen Struktur reinbringen. Und dann werden wir einfach mit dem Weiß nochmal hergehen. Und setzen das noch ein bisschen ab, sodass das ein bisschen intensiver wird, da das Ganze. So, jetzt hat die schöne Strähnchen gekriegt. Jetzt nehme ich einfach ein bisschen ein Pink und mache mir so ein bisschen ein Rosa für die Schleiferl. Machen wir jetzt einmal Rosa Schleiferl. So, auf der anderen Seite auch noch. Und in der Mitte können wir dann einfach einmal einen weinroten Punkt einsetzen. Weil das Kleid, das werden wir jetzt ein bisschen so mit Verlauf machen. Jetzt kann man schon einen anderen Pinsel. Ich tue die Pinsel auch immer abtrocknen, sodass kein Wasser von oben nicht runterkommt. Das ist immer wichtig. Und jetzt fangen wir einfach unten einmal um in Weinrot. Und machen wir so ein Stück Weidenrot. Und dann gehe ich her und nehme jetzt einfach nur ein Pink. Und dann machen wir da so einen Verlauf rein. Kann man auf die Finger ein bisschen aufpassen, dass ich den nicht mit ummache.
Ihr könnt es natürlich auch komplett mit den Aquarellbuntstiften ummalen, das ist auch kein Problem, weil die wohl nicht so geübt sind. So. Mehrere um. Brauchen wir noch einen schmälen Pinsel. Und das machen wir da wieder rein. Könnt ihr die Pinsel auch immer hochkant nehmen? Ja, also immer mit flachen Pinseln. Weil dann kann ich sie hochkant auch nehmen. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel ins Eck rein muss, dann brauche ich nicht schon wieder einen kleinen, schmalen Pinsel. Und dass sie jetzt da ein bisschen das Dekolleté absetzt, da machen wir jetzt einfach da nochmal ein bisschen also Weinrot mit rein, dass ich da ein bisschen eine Schattierung noch habe. Da müssen wir auch noch ein bisschen leer. So. Und dann machen wir da unten jetzt nochmal ein bisschen Schatten rauf. Dass sie das ein bisschen verschwimmt da ineinander. Und dann kriegt sie jetzt noch ein paar Blümchen. Wo habe ich denn jetzt meinen Zahnstocher gebracht? Das abhanden gekommen, ist weggefleucht. Dann nehmen wir halt einen Pinsel. So, dann machen wir da noch ein paar Blümchen her. Mache ich mir so 5 Punkte. Und dass sie dann wieder zu ihrem passt, mache ich immer so, dass die irgendwas eben haben, was miteinander haben. So. Also darum kriegt sie jetzt dann innen ein grünes Punkterl rein, sodass die auch immer ein bisschen von der Farbe her was haben miteinander. So, und da vielleicht noch eins. Da oben braucht es nicht unbedingt eins haben. Dann nehme ich jetzt da ein bisschen ein Pink wieder zu, mache das so leicht rosa da unten unterm Rock. Dass sich das auch wieder farblich ein bisschen absetzt. So, dann kriegen wir noch unseren grünen. Setzen wir uns einfach in der Mitte einen grünen rein. Und die haben jetzt richtige First, die haben jetzt keine Schuhe nicht. Und dann male ich einen meistens immer so Klapperl. Ja, könnt ihr mal solche malen. Wo jetzt so weit rüber ginge oder eben so wie ich es beim anderen gemacht habe, so quer rüber. So, dann können wir die Füße reinstecken. Hinten habe ich sie so bemalt, ja, dass das Sekt ungefähr so ein bisschen einfacher halt, aber wenn man es dann doch irgendwo sieht, dann schaut es halt auch immer schön aus. Und dann haben wir es schon geschafft. Da unten müssen wir noch ein bisschen Glanz bisschen am Fuß weiter runter, weil sonst hat er da fehlt ihm da die Farbe. So, jetzt. Und dann steckt es ihn einfach da rein und dann können die zwei schon losmarschieren und können schon wieder in unsere Landschaft mit einziehen. Ja, schauen wir mal, was der Grillmeister macht. Oder der schaut mal nach die Tiere, ob alles in Ordnung ist. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln, eure Petra.